Der RB Leipzig dürfte durch den jüngsten Heimsieg motiviert sein, als es gegen den... Nicht nur den Trainer hat das 4:0 begeistert und ich könnte mir vorstellen, dass es heute ähnlich gut läuft. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von jetzt vielleicht. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und hier aus kurzer Entfernung ganz sichere Nummer für ihn. Ja, das war aber dann am Ende auch keine große Aufgabe mehr. Er bewegt sich gut und erarbeitet sich damit die Chance. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt wird's gefährlich. Schönes Zuspiel. Jetzt die Flanke. Super Aktion, gut geklärt. Jerei. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt schießt er. Eine starke Parade. Es gibt Ecke für RB Leipzig. Die Ecke kommt rein. Oh, klasse Kopfball. Aber kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Das könnte gefährlich werden. So langsam wird es gefährlich. Flache Flanke jetzt. Ganz stark abgeblockt. Lukas. Das könnte gefährlich werden. Achtung jetzt. Was für ein Tor. Da hat er alles richtig gemacht und hat sich für seinen Mut belohnt. Zieht einfach ab aus dieser Distanz und darf sich jetzt völlig zu Recht feiern lassen. Oh, macht er den abgezockt, Gucci. Ja, er passt da klasse auf und geht dann genau im richtigen Moment hin. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Sebastian Vassiliadis. Jetzt könnte es gefährlich werden. Naby Keita. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter suchen sie die Lücke. Da ist die Hereingabe. Der Kopfball jetzt. Und da klingelt es im Kasten. Flach hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus. Aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Fängt diesen Ball ab. Wird's jetzt gefährlich? Lukas. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Den spielt er wieder zurück. Jetzt vielleicht. Das macht er stark. Super Pass. Klasse. Das war eng, aber er hat ihn.
Jerei. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Darius Gonzalez. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Defensive steht. Jetzt müssen sie aufpassen. Mit dem Kopf rüber auf die andere Seite. Super Kopfball. Und da machen sie hier fast das Tor. Was für eine Szene. Tolle Chance. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Naby Keita. Er zieht ab. Und jetzt die Chance. Nee, der Lupfer war verunglückt. Ja, müssen sie jetzt abhaken. Aus so einer Chance müssen sie mehr machen. Darius Gonzalez. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Darius Gonzalez. Jerei. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. 3 Treffer müssen in. Der Ball rollt wieder. Ob sie auch in der zweiten Hälfte so überzeugend auftreten wie in Durchgang 1? Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sebastian Vassiliadis. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt vielleicht. Der Schuss war nicht so gut. Ah, Wolf, der ist ihm abgerutscht. Könnte am Wetter liegen. Wendell. Das könnte gefährlich werden. Jerei. Da ist die Flanke. Die Kopfballstarken sind mit vorne. Gleich kommt die Ecke. Und jetzt wollen sie wechseln. Die Ecke kommt rein. Ganz souverän hier vom Torhüter. Lässt sich hier weit zurückfallen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da kann er ihn stoppen. Er ist da und kann den Ball hier klären. Jetzt wird's gefährlich. Abgefangen, gut gemacht. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Mainz 05. Dann geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Und das können Sie sich natürlich gemeinsam mit uns anschauen. Den Ball kann er abfangen.
jetzt könnte es gefährlich werden. Das macht er gut. Jerei. Kurze Flanke. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Freistoß, und das ist auch die richtige Entscheidung. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Wird es jetzt gefährlich? Und jetzt die Chance. Macht das ganz sicher. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Jerei. Auch dieser Ball kommt gut. Sie sind heute sehr sicher im Passspiel. Klasse. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Jetzt vielleicht. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Defensiv machen sie es gut. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da holt er den Ball zurück. Und den spielt er gleich wieder zurück. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt die Chance. Und das Tor. Hier ist sehr schön zu sehen, wie wichtig das Timing beim Zuspiel ist. Genau im richtigen Moment und dann auch noch gut abgeschossen. Ganz starke Vorstellung heute und selbst jetzt, kurz vor Schluss, machen sie weiter da. Einfach gnadenlos überlegen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Heute sind sie eine Nummer zu groß für den Gegner. Was anderes kann man nach dem Spielverlauf eigentlich nicht sagen. Nee, dazu war es ganz klar zu eindeutig. Sie haben sich hier keine Blöße gegeben. Der ist González. Wendell. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Ich sag mal kurz und knapp.
too fast. It's too slow. You can't be serious. It's a lie to think of this love as anything but laughing at a choir boy. So what you gonna do? Fantasy, fantasy.
Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute für Sie am Mikrofon und es geht weiter für uns im Champions Cup mit dem Achtelfinale. Und leichte Gegner gibt es hier auf keinen Fall, könnte ein richtig gutes Spiel werden. Heute geht es für RB Leipzig gegen Manchester United. Der RB Leipzig dürfte heute selbstbewusst auftreten nach dem jüngsten Auswärtssieg, als man es mit dem FSV Mainz 05 zu tun hatte. Und da hatten wir ja am Ende ein 4:0. Nenn mich verrückt, Wolf. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie heute Erfolg haben werden. Ist ein Bauchgefühl. Schuss! Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Die Leipziger bekommen den Eckball. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Lukas. Das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Das könnte gefährlich werden. Das frühe Stören jetzt. Er bleibt im Ballbesitz nach diesem Zweikampf. Weiter geht's hier mit Vorteil für Manchester United. Ganz energisch. Jetzt der Schuss. Kein guter Abschluss hier. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Jetzt kommt die Ecke. Da können sie erstmal klären. Lukas. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ganz geduldig machen sie das hier, lassen den Ball schön laufen. De Gea. Das sieht vielversprechend aus. Er lässt sich da nicht aufhalten. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und direkt zurückgespielt. Jonathan Leko. Den hält er super. Martial. Pogba jetzt. Gibt gute Ballführung. Das will er jetzt alleine machen.
Jetzt der Schuss. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Jonathan Leko. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ah, ärgerlich. Er fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Aber Wolf, das kann passieren. Das muss er jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Jetzt müssen sie aufpassen. Guter Ball nach draußen. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr. Und jetzt die Chance. Pogba. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Zuma. Abgefangen, gut gemacht. Ball im Aus, gibt Einwurf für Manchester United. Da ist die Flanke. Martial. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Martial. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. 45 Minuten sind rum. Es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon auf. So, Achtelfinale im Champions Cup. Spiel läuft wieder. Und mal sehen, ob es das hält, was es bisher verspricht. Es waren ja schon ein paar Highlights dabei. Das könnte gefährlich werden. Da holt er den Ball zurück. Pogba. Schöner Pass. Jetzt wird's gefährlich. Stark verteidigt. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorne. Und der Ball wird zum Torhüter gespielt. Musonda. Eric Bertrand Bailly. Und der Ball wird weitergeleitet. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Er zeigt den Vorteil. Foul von Man United gibt Freistoß. Lukas. Jetzt wird's gefährlich. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft.
Manchester United auf dem Weg nach vorn. Gute Aktion. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Er trifft den Pfosten, da schießt er. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da, gut gehalten. Und Man United wird jetzt wechseln. Die Ecke kommt, der Ball wurde weggefaustet. Super Aktion, gut geklärt. Leipzig jetzt mit dem Einwurf. Da sind Mitspieler frei. Jonathan Leko. Da ist De Gea da und kann hier die Chance problemlos entschärfen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt müssen sie aufpassen. Da verlängert er den Ball. Super Aktion, der Ball kommt an. Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Und jetzt die Chance. Da haben Sie Glück. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Martial. Wird's jetzt gefährlich? Er bekommt die Unterstützung. Martial. 6 Minuten sind noch zu gehen. Ballverlust. Jetzt die Gelegenheit. Jonathan Leko. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. United jetzt mit dem Wechsel. Martial. Bailly. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Wird das eine Torchance? Sauber vom Ball getrennt hier. Und der Ball wird zum Torhüter gespielt. Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie. Freude pur bei der Mannschaft. Sie haben das Pokalduell für sich entschieden. Und wenn man beide Spiele bewertet, zusammenfasst, dann haben sie sich den Erfolg auch verdient. Singing. Look how far we come now, now, now,
gemeinsam wir Kallen. Ready the people, a new day has just begun. And I wear my colors on my back. Yeah. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. Saying, oh, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wir freuen uns, diese Partie für Sie begleiten zu dürfen. Die heutige Begegnung: Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal. Klasse Zuspiel. Das sieht gut aus. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Das könnte die Chance werden. Gut, das zieht er ab. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Und hier sieht man nochmal genau, wie der Ball noch vom Pfosten abgelenkt wird. Er passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Zentimeter weiter und er springt wohl wieder raus. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Entscheidet auch Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Defensiv machen sie es gut. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt vielleicht. Klingelt im Kasten. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Kurze Distanz war das. Für ihn dann keine Schwierigkeit mehr, hier das Tor zu machen. Den macht er mal ganz sicher rein. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Klasse Aktion, Ball ist weg. Weg ist der Ball. Leverkusen jetzt. Das könnte gefährlich werden. Gut verteidigt hier. Sie müssen aufpassen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Super gemacht, gute Verteidigung. Leipzig jetzt mit dem Einwurf.
Und jetzt gehen sie über die Flügel. Sauber vom Ball getrennt hier. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Da müssen sie aufpassen jetzt. Weiter mit dem Vorteil. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Schiri zeigt ihm Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Will den Ball. Sehr aktiv. Klasse Pass. Alexander Golovin. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Das könnte starke Klasse. Macht er ihn. Der ist noch heiß. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Jetzt wird's gefährlich. Klasse Technik. Ja, da müssen sie aufpassen. Barreca. Jetzt könnte es gefährlich werden. Flanke jetzt. Und die Situation geklärt. Und Eckstoß. Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Einwurf für RB Leipzig. Naby Keita. Da steht die Abwehr sicher. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Der Freistoß war nicht besonders gut. Jetzt wird es Ecke geben. Da können sie erstmal klären. Jetzt vielleicht. Chance lebt noch. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Knappe Führung für sie. Nicht verwunderlich, sie sind gut drauf und mit zwei Treffern hier dürften sie extrem selbstbewusst in den zweiten Durchgang gehen. Das könnte die Chance werden. Gut, da zieht er ab und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Jetzt vielleicht. Und da klingelt es im Kasten. Sauber vom Ball getrennt hier. Keeper war dran, er faustet den Ball weg.
Leverkusen mit dem Anstoß. Mal sehen, was hier in der zweiten Hälfte noch geht. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Wird's jetzt gefährlich. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Und jetzt die Chance. RB Leipzig macht das Tor. Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber sie müssen sie auch nicht zwingen. Jetzt vielleicht. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Leipzig jetzt mit dem Einwurf. Bayern 04 wechselt hier. Und nun ein Schuss. Wie macht er den denn rein? Viel höher hätte der Ball nicht kommen dürfen. So geht er unter die Latte und ganz wichtig ins Tor. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Absolute Stille im Stadion. Also mit so einem Auftritt der Mannschaft haben die wenigsten gerechnet, ganz offensichtlich. Und dabei war die Euphorie vorher riesengroß. Davon ist nichts übrig geblieben. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Und jetzt die Chance. Und der Pass, super Kopfball. Und hier sehen wir den Kopfball nochmal. Klasse Tor. Super gemacht. Da hat er sich gut im Strafraum bewegt, verschafft sich etwas Platz und setzt sich dann klasse beim Kopfball durch. Hier nochmal dieser Treffer. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Alexander Golovin. Da geht er dazwischen. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Schussversuch. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Gleich kommt der Eckstoß rein. Da muss der Trainer nun an sein Team denken. Er nimmt den vorbelasteten Spieler runter, damit sie nicht auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Und er pfeift abseits. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Und direkt zurückgespielt. Das könnte die Chance werden. Jetzt vielleicht. Gute Aktion, gut geklärt. Einwurf für RB Leipzig. Macht er ihn. Er trifft den Pfosten. Er geht weite Wege. Das könnte eine Gelegenheit werden. Super gemacht. Gute Verteidigung. Der Pass zurück zum Keeper.
Jerei. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Sie haben den Ball und bei ihrer enormen Ballsicherheit geben sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Jetzt wird's gefährlich. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Ein wenig ist die Luft raus aus dieser Partie. Der Spielstand ist eindeutig und so warten hier beide Mannschaften auf den Abpfiff. Wieder ein guter Pass. Der Ball läuft gut heute. Klasse Passquote. Sehr guter Einsatz. Barreca. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Gute Chance. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt pfeift er die Partie ab. Das war's. Ein souveräner Sieg heute. Sie waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Ja, Wolf, das nenne ich einen überzeugenden Auftritt. Deutlicher Sieg heute in dieser Partie. Sie haben heute wieder mal gezeigt, wie stark Sie vor allem in der Offensive sind. A lo que no brilla sin bala, preparado para la guerra. Aprendimos a sembrar sin tierra, de calidad pero barato, como bailadores de academia, pero sin zapatos. Sentarse no hay asiento.
pero hay maíz. Aquí no hay caviar, pero hay maíz. ¿Para qué queremos radio si aquí hay tambores, oye? La mueve zombian, la mueve zombian, la mueve zombian, la mueve zombian. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Für Sie am Mikrofon Wolf Fuß und Frank Buschmann. Hallo auch von mir zu diesem Duell. Ich kann es kaum noch erwarten. Im Pokal geht es ja oft hoch her. Heute heißt es Portugal gegen Nordirland. In Russland findet die Fußballweltmeisterschaft in diesem Jahr statt. Die Fans sind begeisterungsfähig, durchaus. Und auch die Stimmung ist gut, ne? Ja. Ich finde super, dass der russische Fußball durch diese WM mehr in den Vordergrund. Bernardo Silva, macht er den? So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Genau so musst du das hier spielen. Plötzlich hat er die 1 gegen 1 Situation und die lässt er sich dann natürlich nicht mehr nehmen. Und für den Keeper ist hier gar nichts zu machen. André Silva. Nelson Semedo. André Silva. Wird das was? Bruno. Und jetzt die Chance. Noch ein Tor. Was für ein Lauf. Da dürfte der Trainer bedient sein. Sie haben zweimal nicht aufgepasst und beide Male kassieren sie ein Tor. So machst du dir in wenigen Minuten ein ganzes Spiel kaputt. Aber auch zwei richtig gute Angriffe, das darf man nicht unterschlagen. Ballverlust. Nelson Semedo. Paulinha. Portugal macht Druck. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor. Jetzt vielleicht. Was für ein Tor. Er ist natürlich super rausgespielt mit schönen, schnellen Pässen. Das ist modernes Kurzpassspiel vom Feinsten. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Wird das eine Torchance? Und da gibt's jetzt den Einwurf. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Da steht die Abwehr sicher. Bruno Fernandes. André Silva. Super Pass. Und jetzt die Chance. Und es fällt ein weiteres Tor. Das Tor macht der Captain. Gute Aktion von ihm. Da schauen wir doch gerne noch mal drauf. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Das könnte die Chance werden. Und er gewinnt den Zweikampf. André Silva. Paulinha. Sanchez. Bruno Fernandes. André Silva. Und das ist der Ballverlust. Und er pfeift abseits. Bernardo Silva. André Silva. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gute Aktion. Bruno Fernandes.
Bernardo Silva. Jetzt vielleicht. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Bernardo Silva. Das könnte gefährlich werden. André Silva. Das war Pech, das ist Abseits. Damigen. Früh wird er jetzt gestört. Sanchez. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt können sie vielleicht kontern. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Jetzt der Eckball. Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht, da hätten sie mehr draus machen können. Sanchez. Bruno Fernandes. Die Portugiesen. Und jetzt die Chance. Der Pass, stark gemacht. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Jetzt wird's gefährlich. Er zieht ab. Und Tor. Flach hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Ist das mit André Silva. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Da kommt der Schuss. Phänomenal. Ohne Worte. Da geht er flach rein ins Tor. Sehr gut gemacht. Heute geht ja alles, Buschi. Ja, bisher auf jeden Fall extrem treffsicher, der Kerl. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Bruno Fernandes. André Silva. Gute Chance jetzt. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Das könnte die Chance werden. Sanchez. Noch ist die Chance da. Den will er mit Gefühl machen. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Viel wird hier nicht mehr passieren. Maximal geht es noch um Schadensbegrenzung. In Russland findet die Fußballweltmeisterschaft in die Bernardo Silva. Ob sie hier noch was anbrennen lassen? Durchgang 2 läuft. Das könnte gefährlich werden. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Bruno Fernandes. Guter Pass. Gefährlich! Gefährlich, immer noch. Ich glaube, das war die Entscheidung, oder? Also ich genauso, da muss schon ein mittleres Wunder her. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Die Portugiesen. Und jetzt ist der Ball erstmal raus.
Andres Silva. Jetzt vielleicht. Pfosten, aber es geht weiter. Portugal macht Druck. Andres Silva. Bernardo. Und jetzt die Chance. Er ist noch heiß. Palinha. Andres Silva. Renato Sanchez. Das macht er gut. Dummigen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sanchez. Bruno Fernandes. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Und jetzt die Chance. Und jetzt der Lupfer. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Jetzt müssen sie aufpassen. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Bruno Fernandes. Bernardo Silva, macht er den? Stark verteidigt. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Sanchez. Den Ball kann er abfangen. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Andres Silva! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Auswechslung jetzt also bei Portugal. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Weg ist der Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Er zieht ab. Abgepfiffen, das war abseits. Palinha. Andres Silva. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse gemacht. Jetzt hat er den Ball. Da verlängert er den Ball. Jetzt vielleicht. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Einwurf Portugal. Andres Silva. Bernardo. Bernardo Silva, macht er den? Brillant gemacht! Herrliche Kombination, da haben sie ihn perfekt freigespielt. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt, das ist hier schon der zweite. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Sie haben die Favoritenrolle heute angenommen und sich entsprechend präsentiert. Überlegene Vorstellung. Ja, und das musst du so auch erstmal auf den Rasen bringen. Eine sehr gute Leistung. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Jetzt kommt die Ecke. Ja. Er versucht's. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Defensiv machen sie es gut. Nelson Semedo. Jetzt wird's gefährlich. Sanchez. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Und das war's hier. Die Partie ist abgepfiffen.
In der Form in Russland finden. Anschluss Portugal, wir gehen rein in die ersten 45 Minuten. Das ist die Aufstellung von Portugal. Bei ihnen sehen wir heute ein 4-3-3. Buschi. Die Marschrichtung ist klar, würde ich sagen. Mit drei Stürmern geht's einfach ab nach vorne. Da sehen wir die heutige Aufstellung von England. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler.
Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Gelson. Und jetzt die Chance. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Die Portugiesen bekommen die Ecke. Die Ecke kommt rein. Da können sie erstmal klären. Kopfball geht ins Seitenhaus, gibt Einwurf. Er spielt den Pass zurück. Und er schießt. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt vielleicht. Chance lebt noch. Axel Tuanzebe. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Da kann er ihn stoppen. Onama. Und England hier mit dem Ball gewinnen. Die Engländer jetzt. Gelson. Da muss er aufpassen. Jay. Axel Tuanzebe. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da trennt er ihn vom Ball. Das könnte gefährlich werden. Freistoß für die Engländer. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Josh Onoma. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Wird das eine Torchance? Da gewinnt er den Zweikampf. Das wäre fast die Ecke gewesen. So gibt's Einwurf. Axel Tuanzebe. Palinha. Und jetzt die Chance. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Absolut verdienter Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance und dann muss ja irgendwann das Tor fallen. Die Portugiesen liegen vorne, es geht weiter. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Und das ist der Ballverlust. Achtung jetzt! Portugal macht Druck. Elfmeter, ganz klar. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Er macht den Elfer. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Stones. Die Engländer mit Platz auf dem Flügel. Hereingabe jetzt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gelson. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da steht die Abwehr sicher.
Will den Ball. Sehr aktiv im Moment. Gelson. Gibt jetzt die Torschuss. Er gibt abseits. Onama. Er sitzt. Klasse! Wichtig! Er holt den Ball. Balinha. Gefährlich! Die Portugiesen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im... Es geht los mit den zweiten 45 Minuten. Anstoß England. Shaw. Da kann er ihn stoppen. Und jetzt gibt es Einwurf. Jay. Onama. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Ball im Aus. Abstoß. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Balinha. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er konnte ja hier den Elfer verwandeln in der ersten Hälfte und ist auch sonst gut im Spiel. Mal gucken, ob es so weitergeht. Gelson. Das macht er gut. Rashford. Balinha. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Das könnte gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Gute Flanke. Der Pass. Stark gemacht. Klasse Aufbauspiel und das Tor dann fast folgerichtig. Noch ein Tor. Die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einen Gang zurückschalten. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Onama. Wird das eine Torchance? Axel Tuansebe. Rashford. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Schönes Zuspiel. Jelson! Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Wechsel bei England. Shaw. Die Engländer jetzt. Und er gibt Elfmeter. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen wie... Der Elfer passt! 3-1 heißt es also jetzt. Balinha. Er ist im Moment richtig gut drauf. Kein Wunder, Wolf, nach den letzten Leistungen. Und jetzt die Chance. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Die Engländer mit Platz auf dem Flügel. Rashford. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Gelson, da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Abgeklärt gemacht hier mit der Hacke. England mit dem Ball.
Klar, gibt Einwurf. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Gelson, schöner Pass. Achtung jetzt! Die Portugiesen. Jetzt vielleicht. Fällt das Tor doch noch. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Dieser Wechsel soll jetzt die Wende bringen. Ja, der Stürmer soll vorne nochmal für Betrieb sorgen. Vielleicht kommen sie ja nochmal zurück in die Partie. Rashford. Sterling. Da kann er ihn stoppen. Ganz starke Aktion. Gelson. Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Erstmal rausgeforstet. Stones. Und da ist der Ball wieder weg. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Harry Kane. Die Engländer im Angriff. Rashford. Jetzt die Flanke. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Na, da hat einiges gefehlt. Portugal macht Druck. Schönes Zuspiel. Das Spiel ist zu Ende. Völlig verdienter Sieg und auch spielerisch haben sie heute überzeugt. Was für eine Offensivleistung. Ein Feuerwerk. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Eine wirklich gute Leistung bei diesem Sieg. Hat ja auch den Elfer verwandelt. Also kann zufrieden sein. Auf der anderen Seite, der hat den Elfmeter verwandt. Da war er nervenstark. Aber letzten Endes geht sein Team hier doch als Verlierer vom Platz. Und jetzt die Chance. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Und jetzt die Chance. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte. Jump out with madman, no two men, just jump out and grab man, man's been